Hallo! Hallo, ihr Lieben! Ja, heute zeigen wir euch was ganz Besonderes, was ich gestern miterleben durfte bei uns im Dorf. Ja, und zwar war die Jeanette nicht nur beim Miterleben, sondern auch aktiv mitgewirkt. Live dabei, ja. Und live gespielt. Live gespielt, aber was? Ja, das werdet ihr jetzt sehen. Und ihr dürft auch dann die Momente genießen. Genau. Wir hatten einen wunderschönen. Ein wunderschönes Lavendelfest, ja. Und zwar waren ungefähr 150 Leute. Genau. Da ist ein Pavillon aufgestellt worden mit vielen Tischen. Da gab es leckeres Essen. So verschiedene Proben, was man alles mit Lavendel machen kann. Genau. Es gab dann so verschiedene Stationen, wo man, hier nennt man das Masterclass. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Masterclass gibt es ja auch in Deutschland. Ja. Wo dann einfach die Leute auch was ausprobieren konnten. Ich habe jetzt zum Beispiel gesehen, dass eine hat Kerzen zusammengerollt und die anderen sind dann mit Lavendelparfüm gekommen. Wir haben gesagt, Mosch, dürfen wir dir ein bisschen draufsprühen? Und gesagt, ja. Also schon hat das Klavier gespielt und dann wurde sie noch Parfümiert und dann wurde hier noch was drauf gemacht, ja. Alles mit Lavendel. Und die Jeanette die hat so viel Sorgen und Kummer gehabt und dann, wo sie auf dem Lavendelfeld war, die ganze Aufregung war dann auf einmal weg, sie war ausgeglichen, tief eingeatmet und... Aber wo ich genau Klavier gespielt habe, es war ein herrlicher Moment, das habe ich selber so noch nie erlebt und es war einfach etwas sehr, sehr Schönes, das mitzuerleben. Und wo ich genau gespielt habe auf dem Klavier, das werdet ihr jetzt im Video sehen. Wir wünschen euch da viel Freude. Schade, dass wir euch den Geruch einfach nicht weitergeben können. Es war umwerfend. Alles hat wirklich nach Lavendel gerochen. Und es war ein sehr, sehr schönes Fest. Der Lavendel, der blüht ja sozusagen 3 Wochen. Intensiv, wo er in der vollen Blüte steht. Ja, 2 Wochen sind schon rum. Deswegen wurde jetzt genau das Fest gemacht. Und ihr dürft jetzt ein bisschen genießen. Mit dabei sein. Mit dabei sein, genau. Ja, dann wollen wir mal auf das Lavendelfeld gehen. Es war ein sehr, sehr schöner Abend gewesen. Und hier sieht man, wie die Kinder Spaß haben und im Lavendel herumspringen. Also sie haben dann wunderbar geschlafen. Hier gibt es verschiedene Stationen, wo man sich malen lassen kann oder auch fotografieren. Also wenn man im Feld sich fotografieren möchte, dann muss man etwas zahlen. Ja, wir haben auch so einen schönen Kopfkranz bekommen aus Lavendel. Hier dieser Ring, der ist auch komplett aus Lavendel gemacht. Mitten im Lavendelfeld, ihr seht, da hinten wurde das Klavier aufgebaut. Und an diesem Klavier durfte ich dann sozusagen live für die Leute hier im Lavendelfeld Klavier spielen. Thank you.
Ja, das war ein Lavendelstand, wo sie verschiedenen Dekorationsschmuck, Sträußchen gebunden haben und es verkauft haben. So alles sehr schön mit viel Liebe und Detail alles gemacht. Ja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Ja, schenkt uns gern wieder einen Daumen nach oben. Schreibt es in die Kommentare. Wisst ihr ja, wo wir jetzt wohnen. Ja. Die Möglichkeit haben, können auch gerne auch mal live dieses Feld genießen und riechen. Riechen. Ja, sehr intensiver Geruch natürlich. Ihr wisst ja, ich habe es euch ja schon letztens gesagt, wenn ich oben im Erdbeerfeld bin, dann bekomme ich erstmal einen Geruch von Lavendel. Also deswegen bin ich wahrscheinlich auch so ausgeglichen. Also ihr Lieben, wir wünschen euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.